Ja, moin Leute, Apos auf trockener Schamme. Apo Red, der allerechte, der Main Character. Hamburger Realität. Der Self-Made Multimillionär, der reale Hase. War leider doch nicht so real die letzten Jahre. Und mit nicht so real meine ich gar nicht real. 0% real. Denn Apo Red hat tatsächlich, so wie es eigentlich schon jedem klar war, gelogen. Und der hat gelogen mit allem. Lil Bro hat kein Geld mehr, keine Autos mehr, keine Nike Air mehr. Ich hab 100 Nike Air. So that was a f***ing lie. Keine Villen, keine Eigentumswohnungen, keine Firmen, nicht mal mehr Fake-Gewinnspiele gibt es. Und wenn das der Fall ist, dann muss schon ziemlich die Kacke am Dampfen sein. Ich wollte dieses Video auch gar nicht machen, es fällt mir auch echt schwer, aber ich bin ehrlich, ich bring's erstmal direkt auf den Punkt, damit wir erstmal direkt beim Thema sind. Ich habe gar kein Geld mehr. Zuallererst auch sorry an alle da draußen, weil ich habe ja erstmal gesagt, die ganzen Gerüchte, was da erzählt worden ist. Klar, Insimodus ist ja aktiv gewesen, etc. habe ich aber gesagt, Digga, trotzdem, die Millionen sind am Start. Mir geht's top, die Autos sind am Start, die Klamotten am Start. So, ich bin ehrlich, gar nichts am Start. Digga, einfach alles ist weg. Ich sage immer eine Sache, die Millionen kann man ja gerne aus dem Kinderzimmer machen. Wollte ich aber in Richtung Milliarden bewegen, da braucht ihr genau sowas hier, Freunde. Wir wissen ja, ApoRed, super rich, ne? Und das... Das hört sich echt mies an. So richtig mies. Das klingt so, als würde der Bre gerade wirklich in so einem Pappkarton leben und das Video irgendwo unter einer Brücke im Matt drehen. Ich habe gar nichts mehr am Start. Also weder Klamotten, Autos, alle weg, Digga. Warum, etc. komme ich gleich noch dazu. Da haben wir einige Punkte, die wir abklappern müssen. Ja, ihr habt richtig gehört. Er hat wirklich gar nichts mehr. Das war auf jeden Fall richtig eklig. Und jetzt bin ich am Ende so hier auf einem Punkt, wo das Finanzamt sagt, Digga, wir wollen jetzt eine Menge Geld von dir haben und wir reden hier gerade von 3,6 Millionen. Das heißt, ich habe hier einfach gerade 3,6 Millionen Steuerlast. Wie bitte? Ich glaube, ich habe mich verhört. Kannst du das nochmal sagen? 3,6 Millionen Steuerlast. 3,6 Millionen Euro Schulden? What the fuck? What the fuck? Wie ist sowas möglich? Also auf Ernst jetzt. Wie ist sowas möglich? Hätte ich 3,6 Millionen Euro Schulden, ich hätte überhaupt gar keinen Bock mehr zu leben. Ich meine, wenn ich die ganze Zeit im Hinterkopf habe, dass das Finanzamt 3,6 Millionen Euro von mir haben will und ich das wahrscheinlich niemals in meinem Leben verdienen werde, oder egal zu welcher Uhrzeit, egal an welchem Ort, ich würde heulen. Einfach 24/7 flennen. Das ist ja so, egal wann und wo du bist, selbst wenn du mal kurz Spaß mit deinen Homies hast oder so, bisschen abgelenkt bist, sobald du auch nur eine Millisekunde dich daran erinnerst, direkt Laune vorbei, direkt wieder Depression, direkt ganzer Tag gelaufen. Bro, ich würde immer wieder erneut eine Panikattacke bekommen, bis ich nach paar Wochen so komplett gef***t bin und in die Psychiatrie muss, weil ich durchdrehe. Und dann sitze ich wie so ein Gestörter dort drin in so einer Gummizelle, wacke hin und her, so 3,6 Millionen. Aber wie kann das eigentlich passieren? Ich meine, wir reden hier über Apo Red, über Apo. Apo, das heißt erstes Red. Apo R.E.D., der allerechte Hase, mit Hunderttausenden von Klicks, mit Millionen von Klicks. Hier dicke Karren, da dicke Karren, da teure Uhren, da teure Klamotten. GMT Master 2. Zur Hälfte Ice Out. Vor ein paar Monaten war er noch Dubai hier, Dubai da und hat auf Trading Coach gemacht. Schaut euch mal diese View an, Freunde. Boah, Sonnenuntergang, Wetter ist auch optimaler Haze. Also wenn das die Timeline von meinem Trading Coach ist, der mir zeigt, wie ich am besten Geld verdiene, weiß ich ja jetzt nicht so. Das ist ein bisschen sass. Das ist der Letzte, dem ich mein Geld anvertrauen würde. Nicht mal 1-2 Euro bekommt er von mir in die Finger. Es fing eigentlich alles damit an, dass er dafür gebastelt wurde, seine Zuschauer wirklich monatlich mit Fake-Gewinnspielen auseinanderzunehmen. Also wirklich Fake-Gewinnspiele. Wo das einzige Ziel ist, mehr Follower dadurch zu bekommen, weil irgendwelche kleinen Kinder auf die neue PlayStation 5 geiern, damit sie endlich mit ihren anderen 10-jährigen Freunden in GTA in den Stripclub gehen können und dort ein paar Baddies für sich tanzen lassen. Und um dieses Thema dann einfach unter den Teppich zu kehren, hat ApoRed irgendwas gelabert, dass er jetzt den Insi-Modus aktiviert hat. Hier, bla bla bla, Deutschland, zu viele Steuern, bla bla bla, kein Bock mehr, ich gehe jetzt ins Ausland. So mäßig, ja, komm, ich aktiviere jetzt den Insi-Modus, ich sag einfach, dass ich insolvent bin, verdrück mich ins Ausland mit meinen Millionen und hasta la vista, bitch. Wie ist es aber nicht der Fall? Ja, wenn man halt einfach den Insi-Modus aktiviert, also wenn man einfach insolvent ist, ne? Und naja, eigentlich sollte sogar einem Hauptschüler klar sein, dass das, wenn das real ist, einfach zugeben von einer Straftat öffentlich im Internet ist. Ja, ApoRed, 500 IQ. Like,
Was für ein Brain-Move von ApoRed. Und daraufhin wurde natürlich die ganze deutsche Szene geil auf das Thema. Oh, was? Beef? Lügen? Fake-Gewinnspiele? ApoRed-Skandale? Oh mein Gott, das muss ich sehen. Und irgendwann kamen die Leute da drauf. Hey, Moment mal, hier stimmt doch irgendwas nicht. Und nachdem Zehntausende von kranken Internet-Freaks sich zusammengeschlossen haben und wie eine Welle über ApoRed und sein Leben einstürmten, ne, kamen immer mehr Dinge ans Licht. Hat ApoRed vielleicht gar kein Geld mehr? Es kamen Gerüchte auf, dass er wohl doch nicht in einer Villa lebt, sondern nur in einer Wohnung, die vom Amt übernommen wird und Bürgergeld bezieht. Oder wie Red sagen würde. Und ich bin halt aktuell in so einem Punkt, so seit ein bisschen längerem, Freunde, ich bin ehrlich, ich bin gerade so auf Bürgergeld unterwegs, sage ich mal, ne? So auf Bürgergeld. Ich kann das nicht glauben, der Typ hat 3 Millionen Euro Schulden und zieht immer noch durch mit seiner eigenen Sprache. Auf Bürgergeld unterwegs, sage ich. Ja, er ist halt einfach der Main-Character. Warum ich so ein Main-Character bin und warum das mal wieder Bots sind, ganz einfach. Du kleiner, gottverdammter Noob, du Go. Und als ApoRed selber von diesen Gerüchten hörte, ist Red durchgedreht. Wie können ihn die Leute nur sowas unterstellen? Oh mein Gott, was höre ich da? Ich soll kein Multimillionär mehr sein? Ich soll keine Autos haben? Ich soll mir alles nur ausgedacht haben? Ja gut, ich meine, ich habe auch nichts mehr und alles ist nur erstunken und erlogen. Aber trotzdem, sowas lasse ich mir nicht gefallen. Ich kann doch nicht im Internet wie ein Geringverdiener dastehen, der sich kein Trip oder teure Autos leisten kann. Also was könnte ApoRed jetzt tun in dieser Situation? Entweder er sagt einfach, hey, ihr habt recht, ich hab kein Geld mehr. Sorry, ich hab bisschen gecapped vorher. Oder er entscheidet sich ohne Sinn für Weg Nummer 2, indem er sich das größte Lügenkonzept in ganz Deutschland aufbaut und einfach straight up mit jedem Satz am Cappen ist. Ja, natürlich hat er Weg Nummer 2 gewählt. Es wird da viel Müll über den allerersten Bericht. Aber ich sag, das kenne ich, bin ich gewohnt. Schon seit 10 Jahren, Freunde. Ist halt normal. Baba Location damals schon. Konnte man gar nicht erahnen, dass der Bre keine Mios mehr hat. Ist, glaube ich, normal, wenn man aber der Main-Character ist. Jetzt entschuldige dich auch mal dafür. Bla, 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 ne? Ich denke, das Hauptding ist einfach, dass Leute sagen, Red, du bist Brokey-Mokey, aber machst du auf Richie-Michi, das geht gar nicht. Entschuldige dich mal dafür, sprich mal Tacheles, mach mal den realen Hasen, mach mal den brutalen, aufrichtigen, entschuldigen, aufklärenden Hasen. So wahr ich hier sitze, das mache ich, das ist ja gar kein Problem. Der Insi-Modus, ne? Wissen wir, eine Versicherung, fünfstelliger Hase. Klar, ihr wisst, es ist jetzt nicht wenig Geld, aber ein ApoRed erpissen an dein Dingens. Ja, fünfstelliger Hase, pff, die piss ich. Neuer Ron Bilecki. Was verdienst du denn im Monat? 1500 Euro, die piss ich. Es ist jetzt keine Geschichte, wo ich sage, jetzt bin ich voll stuck und ich bin voll am Arsch, ich bin ruiniert, alles cool. Ja, alles cool, ne? Ja. Der Insi-Berater von mir zum Beispiel, ne? Ganz korrekter Typ, ganz lieber Typ, ne? Der weiß doch Bescheid, Freunde, der weiß doch Bescheid. ApoRed, Range Rover am Start. Range Rover am Start? Der weiß auch vom Lambo Bescheid. Lambo am Start? Der weiß auch von dicken Firmenanteilen Bescheid. Firmenanteile? Millionen von Wert, also wir reden hier von nicht AOH, 1-2 Millionen, wir reden hier von ganz anderen Summen. Multimillionen? Der weiß ganz genau Bescheid, dem Red, den gehört hier ein Drittel von der Firma, hier und da ein bisschen was und da, also der weiß Bescheid, dem Hasen geht's gut. Das einzige Drittel, was Red, glaube ich, noch gehört, ist einer von diesen 3 Containern hier im Hintergrund als Schlafplatz. Ah, und da steht ja auch der Lambo. Sorry, habe ich gar nicht gesehen, Mann. Und ich sag euch ganz ehrlich, wie es ist. Digga, der weiß, ich bin Millionär. Ich weiß, ich bin Millionär. Das ist echt hardcore unangenehm jetzt mit diesem Video zusammen, was gestern rauskam. Digga, einfach alles ist weg. Ich weiß, ich bin Millionär. Das ist einfach ein Fakt da. Das ist de facto. So, ich bin ehrlich, gar nichts am Start. Was soll ich noch großartig dazu sagen? Deswegen gibt's ja auch nichts zu entschuldigen nach dem Motto, tut mir leid, Freunde, ich habe ja die ganze Zeit den Richie gespielt, aber ich weiß gar nicht. Ich habe ja einfach gerade 3,6 Millionen Steuerlast. Wir wissen ja, ApoRed, super rich, ne? Und also Fazit des Videos, ich bin Millionär. Brokey Mokey, hau hier, haha, alles dumme Gerüchte, braucht man gar nicht erzählen. Diese ganzen YouTuber-Goofies, die sowas sagen, ganz ehrlich, absolute Vollgoofies. Ja, sicherlich, ja, Mann. Naja, wie auch immer, nach diesem Video kamen unendliche weitere, die seinen Reichtum beweisen sollten. Hier neue Wohnung, da Dubai, da gut essen, hier gut essen, da neues Auto, da neue Uhr, da neue Sneaker. Und naja, das wäre halt alles schon peinlich genug gewesen, aber mit dem Video von gestern zerfällt einfach das gesamte Lügenkonstrukt von dem Echten.
Ich hab durch keine Person auf der Welt so viel Vertrauensprobleme bekommen wie durch ApoRed. Ja, und in seinem neuen Video hat er immerhin zugegeben, dass alles gelogen war. Einmal bitte Applaus dafür. Wow, klasse. Was eine Heldentat. 2 Jahre Reichtum vorgegaukelt, ohne Sinn. Um dann am Ende einfach zu sagen, ja, war gelogen. Sorry. Stop it. Get some help. Die wievielte Entschuldigung war das eigentlich? Aber lass uns doch mal anschauen, wie überhaupt die 3,6 Millionen Euro Schulden zustande kamen. Das erklärt er nämlich auch in seinem neuen Video. Ich bekomme jetzt schon wieder einen Anfall, wenn ich nur daran denke, wie man sich fühlt mit 3,6 Millionen Euro Schulden. Das Ding ist, Freunde, es ist halt auch wichtig, seine Fehler einzugestehen, gerade bei so einem wichtigen Thema. Aber warum jetzt? Wieso nicht vor 2 Jahren? Wieso nicht vor einem Jahr? Der Bre hatte 100-mal die Möglichkeit dazu und hat es einfach nie gemacht. Ich muss aber sagen, und da muss ich leider auch so ein bisschen mit dem Finger auf einen zeigen, so was viele nicht wissen, ich hatte halt über die Jahre hinweg mit der Selbstständigkeit, wo man auch so ein bisschen mehr verdient hat, so einen persönlichen Finanzberater, der hat halt gesagt, Digga, da kommt gerade mega viel rein, da muss man so ein bisschen deichseln und tricksen und so. Und der hat mir halt wirklich viele Sachen empfohlen, natürlich, die ich gemacht habe, auf Vertrauensbasis, sage ich mal, ne? Er hat mir auf jeden Fall Punkte gesagt, wie Red, du hast jetzt mega viel verdient, das ist wirklich in Millionenbereichen und du musst jetzt einfach viele Sachen machen, damit du halt einfach weniger Steuern zahlst, damit du dir alle von der Steuer absetzt. Er hat solche gesagt, hol dir ganz viele Autos, die kannst du alle von der Steuer absetzen, weil das sind ja alles Geschäftsautos und die brauchst du ja für die Arbeit und was auch immer. Was er auch gesagt hat, du machst ja Instagram, du postest ja Outfit-Fotos, du machst auch so ein bisschen Fashion-Content. Hol dir einfach richtig viele Klamotten, auch Designersachen. Wie Designersachen? Was? Wow. Oder willst du mir erzählen, du hast Millionen ausgegeben für irgendwelche Klamotten mit Gucci, Bäh. Balenciaga drauf? Nein. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. Du kannst das alles von der Steuer absetzen, du kriegst die Mehrwertsteuer zurück. Ich bin ehrlich, ich hab das gemacht. Ich habe Klamotten geholt, Freunde. Im wirklich 7-stelligen Bereich. Ich habe. Oh Gott, er meint es ernst. Scheiße, der Arme. Wer war dieser Finanzberater? War das Karl S? Sagt ein Kollege zum anderen, du, ich sehe dich ja gar nicht mehr im Club. Dann sagt der eine zum anderen, du, ich sehe dich ja gar nicht mehr bei der Bank. Autos geholt, ich habe gesagt, komm hier, Firmenwagen, Geschäftswagen und bin davon ausgegangen, auf seine Empfehlung, auf seine Expertise, dass ich da halt weniger Steuern zahle am Ende. Aber es ist genau das Gegenteil passiert. Okay, ja gut, vielleicht bekommst du es durch beim Finanzamt, wenn du so sagst, hey, yo, hier, meine Moncler-Jacke, die brauchte ich für das Fotoshooting. Aber das ist doch klar, dass das nicht funktioniert bei Zehntausenden von Klamotten. Ja, also ich habe mir jetzt hier tatsächlich 27 Gucci-Jacken, 324 T-Shirts von Balenciaga, Ricky Owens, Louis V. Hier habe ich noch mal eine Patek. Hier habe ich noch 5 Rollies. Ach ja, und hier habe ich noch ungefähr 600 Sneaker, die alle ungefähr 1000 Euro pro Stück gekostet haben. Ja, das habe ich alles gekauft. Ich brauchte das aber fürs Fotoshooting, ja. Nur fürs Fotoshooting und Musikvideodreh, ja, habe ich das angezogen. Ich habe das niemals im Privaten angezogen. Nein, das ist nicht für meinen privaten Konsum. Wirklich. Ja, natürlich. Sorry, aber sowas muss man sich doch selber denken. Wenn man das paar Mal macht, okay. Aber wenn man wirklich Millionen. Wir reden hier nicht über 100 Euro, über 1000 Euro. Wir reden auch nicht über 10.000 Euro oder so. Wir reden über Millionen. Wenn man wirklich Millionen für Klamotten ausgibt, die von irgendwelchen kleinen Kindern in Sümpfen angefertigt werden, da merkt man doch eigentlich direkt selber, dass das niemals funktionieren wird und dir das niemand glaubt. Das war alles privat. Alles. Das Einzige, was ich vielleicht absetzen konnte, war so eine kleine Kammer oder so, ne? Das war auf jeden Fall richtig eklig. Und jetzt bin ich am Ende so hier auf einem Punkt, wo das Finanzamt sagt, Digga, wir wollen jetzt eine Menge Geld von dir haben und wir reden hier gerade von 3,6 Millionen. Das heißt, ich habe hier einfach gerade 3,6 Millionen Steuerlast, wo ich nichts machen kann. Nichts. Ich habe keine Ahnung. Also das ist gerade wirklich so ein Punkt, wo ich mir denke, Digga, was soll ich jetzt machen? Ja, Freunde, deswegen auf jeden Fall ist der Insi-Modus aktiv und der wird realistisch auf jeden Fall gar nicht deaktiviert. Natürlich hier Restschuldbefreiung, weil das ist die einzige Möglichkeit, was man hier machen kann, damit man halt da rauskommt, weil ich werde jetzt auf jeden Fall keine 3,6 Millionen jetzt irgendwo aufgetrieben bekommen. Ja, Real Talk. Du kannst echt nichts mehr machen, außer den Insi-Modus aktiviert zu lassen und einfach rennen, Bruder. Renn. Raus aus Deutschland, nie wieder zurück. Irgendwo auf eine einsame Insel, bisschen, ne, dies, das, bisschen chillen. Insi-Modus. Ja, so eine Wohnung habe ich jetzt einfach so vom Amt bekommen und ich bin halt aktuell in so einem Punkt, so seit ein bisschen längeren, Freunde, ich bin ehrlich, ich bin gerade so auf Burgergeld unterwegs, sage ich mal, ne? So auf Burgergeld.
Einfach Birgi-Geld, Digga. Ich komme nicht drauf klar auf dieses Birgi-Geld. Wer kennt das nicht, das gute alte Birgi-Geld? Wer von euch ist auch auf Birgi-Geld unterwegs? Das ist ja auch nicht nur eine Sache. Der hat auch gesagt, mach Urlaub, mach richtig krasse Urlaub hier mit deinen Kollegen, mit deinen ganzen Freunden. Das habe ich auch noch gemacht. Da hat man für den Urlaub, keine Ahnung, mal 50.000 Euro ausgegeben, 80.000 Euro ausgegeben. Da konnte man gefühlt gar nichts davon absetzen. 80.000 für einen Urlaub? Bro, what the f***? Was hast du in dem Urlaub gemacht? Der Arme kommt einfach von goldenen Nusret Steak zu Birgi-Geld innerhalb von 2-3 Jahren. Auf Birgi-Geld unterwegs, sag ich mal, ne? Na, Bro, das ist wirklich crazy. Also wirklich crazy, Bro. Ich kann das wirklich nicht verstehen. Guck mal, um 3,6 Millionen Steuerschulden zu haben, das heißt, er hat mindestens 7 Millionen verdient und davon gefühlt alles ausgegeben. What the f***? 7 Millionen, das sind 14 Lamborghinis. Das ist eine Luxusvilla. Bro, das sind 700.000 Elfbars. Ja, und das kommt jetzt wie ein ziemlicher Schock, ne? Für alle 13-Jährigen, die sich immer den Zehner von ihren Eltern klauen, um sich dann eine Elfbar zu holen. Bro, 7 Millionen, das sind ungefähr 700.000 Gramm. Oh Gott, ey, das ist verrückt. Was ist das für eine Zahl? Wie, ApoRed hat reingeschissen. Aber er hat wirklich dieses Maximale reingeschissen. Dieses, ich war eine Woche nicht auf Klo reingeschissen. Wie kann das passieren? Ja, aber jetzt mal beiseite. Seid ihr mit dem ganzen Gebäsche. Ich wünsche dem Bre trotzdem alles Gute, auch wenn, ja, ich keinen Plan habe, wie er da jemals wieder rauskommen soll. Vielleicht gewinnt er ja am Lotto oder so. Super, der Arme hat kein Geld mehr und ich rate ihm zu Glücksspiel. Was ist nur los mit mir? Naja, Freunde, wenn ihr nicht auch bald auf Birgi-Geld unterwegs sein wollt, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Auf Birgi-Geld unterwegs, sag ich mal, ne? Danke fürs Zuschauen und abonniert diesen geilen Banner, falls ihr es noch nicht habt. Wir sehen uns morgen wieder. Peace out.